Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Viele haben mich gefragt, ja, welche Coins finde ich denn aktuell gerade sehr günstig? Also welche sind unterbewertet meiner Meinung nach? Wo ist noch viel Aufwärtspotenzial? Welche sind ja zu Unrecht ein bisschen zu stark abgestürzt? Und welche könnten sich dementsprechend am stärksten erholen? Darauf wollen wir heute eingehen. Ganz wichtige Geschichte, das ist keine Anlageberatung. Also es sollte kein Kaufsignal für euch sein, nur weil ich persönlich finde, diese Coins sind jetzt gerade unterbewertet, die müssten eigentlich viel höher stehen. Heißt es nicht, dass das in naher Zukunft auch so kommt. Deswegen sind es auch einige Coins dabei, die für mich persönlich absolut unterbewertet sind, wo ich selber trotzdem nicht nachlege oder nachgelegt habe. Ich würde sagen, wir legen direkt los. So, gehen wir da zuerst einmal rüber in den Splitscreen und das erste Projekt, was meiner Meinung nach aktuell unterbewertet ist, beziehungsweise verhältnismäßig zu manch anderen Projekten sehr günstig ist, ist zum Beispiel NieR. Warum, wieso, weshalb? Andere Projekte, die ich ebenfalls natürlich sehr gut finde, stehen gerade für mich trotzdem noch etwas höher, sind trotzdem meiner Meinung nach noch ein bisschen überkauft, wo ich persönlich noch ein bisschen abwarte, wie beispielsweise Solana, was ein absolutes super Projekt ist, aber für mich einfach gerade immer noch viel, viel, viel zu teuer steht. Das heißt, ich schaue eher an Projekte, ja, die einfach gerade so ein bisschen unterbewertet sind, die stärker abgestürzt ist, wo der Einstieg sich meiner Meinung nach ein bisschen mehr lohnt. Und darunter NieR Protocol. Warum? Letztendlich, klar, haben wir auch hier schon sehr, sehr starken Pump gesehen. Und dieser Pump, der ist nicht aufgrund Hype entstanden, der ist wirklich aufgrund von Anwendungen entstanden. Wir stehen zwar jetzt gerade immer noch ganz gut über dem Low, das wir gehabt haben. Wir waren ganz knapp unter einem Dollar, also wir sind immer noch 300% über dem Low. Ich gehe aber erstens nicht davon aus, dass wir nochmal hier wirklich die 1-Dollar-Marke anlaufen bei NieR Protocol. Und wenn, dann wird es natürlich ein absolutes Massenvernichtungsblutbad im Kryptomarkt, im Altcoin-Markt. Und davon wollen wir jetzt natürlich erstmal nicht ausgehen. Jedenfalls ist hier jetzt auch schon das B zerstört worden. Also diese Sequenz ist erstmal invalide, die können wir schon rauslöschen. Das heißt, das Projekt ist stärker abgestürzt, als wir es auf jeden Fall erwartet haben. Und das meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht. NieR hat dieses Jahr und im vergangenen Jahr zum Ende letzten Jahres auf jeden Fall den Rekord an Nutzerwachstum innerhalb von 2 Wochen geschlagen. Es waren über 10 Millionen Wallets, die letztendlich dazugekommen sind. Klar, man weiß nie hundertprozentig, ja, welche Person hat sich vielleicht auch 6, 7 Wallets eingerichtet oder wie viele Bots sind darunter gewesen und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat NieR auf jeden Fall das krasseste Nutzerwachstum im Ökosystem vorzuweisen gehabt. Das sind absolute Rekordzahlen, die geschlagen worden sind. Und sie haben auch die Rekordzahl von gewechselten Usern, ja, die wirklich vom Ethereum-Netzwerk zu NieR, zum NieR Protocol Netzwerk gewechselt sind und darüber ihre Transaktionen abgewickelt haben, da haben sie tatsächlich an guten Tagen sogar Solana geschlagen. Ja, das ist immer so ein kleines Wettrennen zwischen den beiden gewesen, aber genau deshalb auch da der entscheidende Unterschied. Ja, während Solana, wenn wir natürlich einmal auf CoinMarketCap gucken, Solana einfach schon mit 67 Milliarden bewertet ist, ist NieR gerade mal mit 4 Milliarden bewertet. Ist natürlich auch schon High Cap, da es im 4 Milliarden Bereich ist. Aber verhältnismäßig ist es für mich gerade noch sehr, sehr stark unterbewertet. Genau deshalb habe ich hier aktuell auch nachgekauft. Auch diese Position steht hier noch ein bisschen im Plus oder schon ein bisschen im Plus. Wir müssen natürlich auch hier abwarten, wie verhält sich jetzt der Gesamtmarkt. Wenn natürlich der Bitcoin nochmal eher in Richtung 50.000 anläuft, dann könnten wir hier natürlich nochmal günstigere Einstiegspreise bekommen. Aber generell NieR Protocol aktuell für mich sehr, sehr stark unterbewertet für das krasse Nutzerwachstum, für die Anwendung, für die vielen Wechsel, die auch wirklich große Fische von Ethereum zu NieR Protocol gemacht haben, sollte der Preis eigentlich Stand jetzt deutlich höher stehen. Also eigentlich auf selbigem Niveau wie hier. Na, so ein ähnlicher Solana-Chart, ne? Das High gemacht und ganz kurz vielleicht hier irgendwie ein bisschen abgestürzt, aber nicht nennenswert, dass wir zumindest hier irgendwo so an der oberen, ja, Trendlinie hier stehen, beziehungsweise am horizontalen Key Price Level bei 6 Dollar. Das wäre eigentlich für mich ein aktuell gerechtfertigter Preis, dementsprechend NieR für mich gerade sehr, sehr günstig und auch unterbewertet. Kommen wir zum nächsten Projekt. Das können natürlich viele nicht mehr hören und sehen. Ich persönlich selber auch nicht, ehrlich gesagt, aber man muss es auch anhand dessen bewerten und das ist letztendlich VRA. Daher schon mal gesagt, wie auch das ganze Jahr über schon gesagt und ich es auch jetzt nochmal sage, ich kaufe VRA nicht mehr nach. Ich lasse den einfach ziehen. Ich persönlich habe genug im Portfolio. Zusätzlich haben wir eine Staking-Rendite, die immer noch sehr, sehr gut schmeckt. Das heißt, so oder so wandern weitere Coins täglich in mein Portfolio und das reicht mir. Ich kaufe bei diesem Projekt nicht mehr nach. Dennoch ist meiner Meinung nach VRA gerade total unterbewertet. Denn wenn wir einfach mal schauen, was das Projekt oder was der Use Case dieses Projektes letztendlich ausmacht. Ja, Veracity ist gerade mal mit 25 Millionen Dollar Market Cap bewertet. Letztendlich haben sie eine mehrfach patentierte
Technologie gegen den Werbebetrug. Ja, und sie haben mehrere Studien unter anderem mit Videosharing-Plattform Brightcove gemacht, dass sie 96% des Werbebetrugs eingrenzen können. 96%, und man geht davon aus, dass das pro Jahr oder natürlich immer noch steigernd sind, wie viel Geld letztendlich Unternehmen durch Werbebetrug verloren geht, dadurch, dass sie durch böswillige IP-Adressen, durch Bots und so weiter einfach abgefangen werden. Das heißt, über 100 Milliarden pro Jahr können eingespart werden durch Veracitys Technologie und das Projekt ist mit 25 Millionen bewertet. Ja, das ist absolut nichts im Verhältnis. Und Veracity ist eines der wenigen Projekte, die mit ihrer Technologie tatsächlich auch Geld verdienen. Nicht einfach nur, indem man neue Token auf den Markt schmeißt, die alle wieder abverkauft und auf Nacken der Community dumpt, sondern sie verdienen tatsächlich auch mit ihrer Technologie Geld, unabhängig davon, wo jetzt gerade der Token steht. Aber, und das ist das Aber an dieser entscheidenden Stelle, warum ich auch nicht weiter nachkaufe, obwohl der Preis natürlich gerade super attraktiv ist, ein Projekt, wie auch schon häufiger gesagt, ist immer nur so stark wie auch die Community dahinter. Ja, wenn man danach glaubt, der Mensch, also wir, geben dem Asset der Technologie jedenfalls den Wert. Das gleiche gilt für Bitcoin, für alles andere auch. Wenn niemand von Bitcoin überzeugt wäre, wenn niemand an Bitcoin glauben würde, dann wäre Bitcoin nicht bei 50.000, sondern würde irgendwo bei $1.000 oder noch tiefer rumkrebsen. Das gleiche gilt es natürlich bei Veracity zu beachten. Die haben es sich definitiv, ich will nicht sagen vollständig verscherzt mit der Community, aber sie haben definitiv Fehler gemacht, die sie meiner Meinung nach im Interview, was ich ja selber mit denen auch geführt habe, und nein, ich bin und werde noch nie von Veracity bezahlt oder bin noch nie bezahlt worden. Die Fehler haben sie auf jeden Fall eingesehen und sie arbeiten daran, das auf jeden Fall kommunikativ besser zu tun. Ich hoffe, dass es das mit dem Projekt nicht gewesen ist und dass wir hier definitiv stärker zurückkommen und im Run ordentlich was reißen können. Wie gesagt, für mich daher vollkommen gerade den Verhältnissen angepasst unterbewertet. Aber dennoch kaufe ich hier aus dem entsprechenden Grund nicht nach, weil egal wie gut die Technologie ist, wenn sich niemand für das Projekt interessiert, dann werden wir hier kein Kaufinteresse finden und auch nicht weiter steigen bei VRA. Als nächstes Projekt ist tatsächlich QNT, ein absoluter OG-Coin, wo auch viele jetzt schon sagen, dass der absolut tot ist. Aber wie auch im letzten Video schon kurz angeschnitten, haben viele gesagt, als wir hier gestanden sind und der Anstieg kam, hätte ich doch QNT doch mal bei $40 gekauft. Ach, wäre ich doch zumindest bei $50, $60 jetzt hier mal eingestiegen und so weiter. Jetzt haben wir diese Preise und jetzt sagen alle, oh nee, der ist tot, den kaufe ich nicht mehr. So, es ist schwierig um Quant, ja, also aber der Großteil, der das sagt, das sind die, die immer nur grüne Kerzen kaufen. Die freuen sich, ja, oh, grüne Kerze, oh, ist ein gutes Projekt, steigt ja. Wenn es abstürzt, oh, scheiß Projekt. So, das sehe ich jeden Tag in den Kommentaren, in den Telegram-Gruppen, überall. Das ändert nichts daran. Natürlich hätten wir auch gerne eine Quant-Performance gesehen, die jetzt schon bei über $200 stehen würde. Natürlich würden wir das sehr, sehr gerne sehen in unserem Portfolio, keine Frage. Und andere Projekte, insbesondere aus dem Cloud-Computing-Bereich, die haben logischerweise besser performt. Da kann man nichts gegen sagen. Dennoch finde ich persönlich QNT bei diesen Preisen unterbewertet, denn all das hat nichts an diesem Projekt geändert. Es ist natürlich schwierig, man kriegt wenig mit. QNT, Quant Network, die sind auf Twitter recht wenig aktiv, beziehungsweise, was heißt wenig aktiv, sie lassen eher weniger Interaktionen zu. Ne? Also sie haben häufig die Kommentare deaktiviert. Ist natürlich einerseits auch sehr, sehr gut, dass dort diese dämlichen Scam-Kommentare nicht immer reinkommen, diese Bots. Aber umgekehrt, er lässt es einfach auch weniger Interaktion einfach zu. Ne? Also wenn man nicht in irgendwelchen Foren oder letztendlich die Website regelmäßig checkt und verfolgt, kriegt man von QNT einfach wenig mit. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ja, wir alle wollen natürlich immer so nah wie möglich dabei sein. Telegram-Gruppe, Discord-Server, Twitter, jeden Tag was Neues lesen und so weiter. Das kann man einfach nicht so gut bei QNT verfolgen und dementsprechend ist das relativ langweilig und uninteressant. Und Vendetta hat sich so oder so in sämtliche Köpfe reingebrannt und dementsprechend ist das einfach für viele gerade uninteressant. Ich finde aber dennoch, $65 oder vorher natürlich $50 für QNT ist unterbewertet. Ich denke nach wie vor nicht, dass QNT ein Top-Performer sein wird. Aber definitiv sind aus diesen Bereichen, ja, deutlich mehr prozentual zu holen, dass auch bei QNT auf jeden Fall 10x und mehr drin sein sollte, was bei $100 plus fairerweise gesagt lange abgefahren war. Ne? Da war es wirklich sehr, sehr lange unattraktiv, aber jetzt persönlich finde ich QNT zu diesen Preisen unterbewertet. Ich finde, der Abkauf ist nicht gerechtfertigt, deutlich, deutlich zu stark. Also auch hier sollten wir definitiv eigentlich mal auf dem Level der Key-Price-Level hier sein in Richtung $85, also auch das sehr attraktiv. Ich persönlich kaufe per Spot, aber auch da nicht nach. Ich suche mir eher positive Trading-Einstiege, dass wir hiervon ja weiterhin profitieren können und diese Gewinne werden dann wiederum umverteilt in entsprechende Spot-Positionen. Das auf jeden Fall zu Quant. Dann haben wir noch zwei Kandidaten hier.
Einer davon ist tatsächlich Equilibrium. Equilibrium ist, finde ich persönlich, auch gerade sehr, sehr unterbewertet. Ja, das mit dem Upgrade, das zieht sich jetzt sehr, sehr nervig, beziehungsweise ja, vielleicht, wenn dieses Video jetzt, wenn ihr das seht, ist es vielleicht endlich schon dann mal vollbracht und es ist draußen. Aber ich sag mal, das ist auch das Einzige, was Equilibrium oder den Quill-Token hier letztendlich noch zurückhält vor dem Breakout. Wir haben noch gar keine Exchanges, wir haben noch gar kein Handelsvolumen. Aktuell die einzig zentrale Exchange ist aktuell CoinEx, wo ihr tatsächlich auch gerade 500 Dollar, das ist doch, das läuft immer noch das Gewinnspiel, 500 Dollar in Equilibrium-Token, in Wrapped-Equilibrium-Token aktuell noch gewinnen könnt. 2x250 Dollar, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist euch zu registrieren. Ihr müsst noch nicht mal KYC durchführen und eine Einzahlung ja, vollziehen. Das kann von einer anderen Börse sein, einfach ein bisschen was rüber überweisen und dann seid ihr automatisch im Lostopf. Und die üblichen 100 Dollar Cashback-Voucher, Boni, die gelten so oder so, wenn ihr dort ein paar Kampagnen macht. Also dementsprechend könnt ihr so oder so auch ein bisschen Quill-Token hier gewinnen. Und ja, genau deshalb ist er natürlich auch noch unterbewertet, weil man kann ihn kaum handeln, er schwimmt noch voll unterm Radar und die ganzen Exchanges, wenn sie noch kommen, die bringen natürlich unfassbar Handelsvolumen rein, die holen unfassbar viele Käufer ab, insbesondere wenn es dann auf die Top-Tier-Exchanges, KuCoin, Binance und so weiter geht, dann ist da erstmal richtig Vollgas. Und vor allem, ja, wird das ja quasi so ein bisschen in den kommenden Bullrun reingelauncht. Und da kann man dann natürlich mit am stärksten profitieren, wenn man nicht irgendwo mitten im Bärenmarkt launcht und sowieso alles irgendwie unattraktiv ist. Also ich schätze Equilibrium ähnlich wie Tao ein, dass wir hier dementsprechend genauso einen Breakout sehen werden. Ja, das macht der Machtchart-technisch nämlich auch gerade absolut Ähnliches. Erst ein tieferer Absturz, ein quasi ein Low gemacht, da irgendwo in dem Fall 30 Dollar, bei Equilibrium die 30 Cent. Einmal reagiert, jetzt wieder ein bisschen korrigiert. Jetzt wartet das Upgrade und die entsprechend weiteren Exchange-Listings und bumm, dann kommt diese Rakete, die wir hier sehen werden. Die werden wir ähnlich meiner Meinung nach auch bei Equilibrium sehen, dass sie uns definitiv mal in Richtung 1, 2 Dollar erstmal katapultieren. Ja, also dementsprechend auch Equilibrium, auch wenn es natürlich noch sehr frisch ist, Low Cap ist, für mich gerade sehr stark unterbewertet. Also ja, hängt natürlich auch damit ab. Damit zusammen, dass das Update jetzt ständig verschoben wurde. Aber auch da sollten wir meiner Meinung nach eigentlich zumindest hier in diesem Bereich in 46 bis 50 Cent stehen. So, Nummer 5, der letzte auf der Liste, was für mich so ein ziemlicher Zwiespalt ehrlich gesagt ist, und das ist Sei. Warum ich über Sei nahezu nie oder selten Videos gemacht habe, außer einmal hier, da haben wir es einmal vorgestellt, hier in dem Bereich, wo wir auch den kompletten Pump hier nochmal mitgenommen haben, aber warum ich hier nie drüber gesprochen habe, nie Videos drüber gemacht habe, aus demselben Grund, was ich in diesem Video hier gesagt habe. Sei ist frisch und muss sich entsprechend erst einmal beweisen. Ja, das ist keine Garantie, dass das sich durchsetzt. Das ist für mich so der Solana damals, als es gestartet ist, mussten auch erstmal schauen, okay, kann extrem schnell skalieren, viele neue Möglichkeiten, viele neue Netzwerkanwendungen, aber wie funktioniert das? Wie reagiert die Chain oder wie reagiert das Projekt, wenn durch Dusting-Attacken, durch Hacks, durch Chain-Ausfälle, schaffen die das alles, dass nichts ausfällt, dass das alles glatt läuft? Und genau diese Gedanken, die gelten für mich persönlich jetzt immer noch, ja. Sei muss sich immer noch erst einmal beweisen, ja. Und dementsprechend ist das für mich gerade so ein Zwiespalt, ob es unterbewertet ist oder nicht. Man kann jetzt sagen, ja, Riesenpotenzial, Riesenchance auf jeden Fall hier nochmal, dass es deutlich tiefer gekommen ist, als es eigentlich kommen sollte. Das ist natürlich korrekt. Wir stehen deutlich unter dem möglichen Kauflevel von tiefster Punkt, eigentlich 40 Cent. Das heißt, charttechnisch ist es unterbewertet, ist es gerade attraktiv, aber generell bleibt es für mich persönlich einfach noch abzuwarten. Noch haben sie nicht gerissen, was sie unbedingt reißen sollten, sagen wir mal so. Die müssen sich als Projekt erstmal etablieren, sie müssen sich beweisen und ganz klar gegen alles Mögliche anstinken und zeigen, dass sie eben nicht ausfallen und so weiter und so fort. Und daher kann man da persönlich noch wenig zu sagen, ob das jetzt für einen unterbewertet ist oder nicht, ob das jetzt gerade günstig ist oder nicht, muss man dementsprechend selber entscheiden. Ich persönlich habe Sei ebenfalls nicht nachgekauft. Auch hier warte ich persönlich, wenn dann noch auf Struktur, dass sich hier was bildet, denn aktuell ist nochmal ein Lower Low gemacht worden, keine bullische Struktur nachzuweisen. Wir wissen nicht, wo es gerade den Bitcoin hinzieht, wenn die gesamte Marktsituation noch natürlich ein bisschen in Süden geht, dann wird es natürlich auch Sei ordentlich nochmal mitreißen. Dann wäre es auf jeden Fall für mich attraktiver, wenn wir hier nochmal deutlich runterrutschen. Aber ansonsten, ich persönlich warte hier einfach gerade ab. Deswegen sei so ein kleiner Zwiespalt, kann man aber definitiv mit dazu nehmen. Haben wir uns auch hier mal markiert, müssen wir beobachten. Ja, das waren für mich so fünf Projekte, die definitiv Stand jetzt gerade unterbewertet sind. Das soll, wie gesagt, nicht heißen, dass das die Best Performer werden sind, dass die größte Rendite damit drin sind. Das ist einfach nur, wie ich persönlich, Entwicklung des Ökosystems, Nutzerdatenentwicklung,
Chartanalyse etc. zusammen einschätze im Vergleich zum Preis, wo wir einfach gerade stehen. Ja, es gibt andere Projekte, die für mich persönlich deutlich, deutlich höher stehen, ja, also die jetzt gerade unattraktiver sind, weil sie eigentlich hätten aus meiner Sicht stärker abstürzen müssen, weil sie viel weniger gerissen haben als die gerade genannten Projekte, insbesondere wie beispielsweise NIR, finde ich persönlich völlig unverständlich. Den Absturz sollte mindestens eigentlich mal bei $6 stehen, wenn wir es mit, insbesondere mit Konkurrenzprojekten irgendwo vergleichen. Ja, gut, das zum heutigen Video. Ich bin super gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das Ganze seht und schreibt mir vor allem auch in die Kommentare, welche Projekte ihr als gerade günstig und unterbewertet empfindet und vor allem auch warum. Ich hoffe, ihr lasst auch wieder ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video.